Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terraria. Schön, dass ihr am Start seid. Yo, wir werden wahrscheinlich wieder nach unten gehen, auch wenn wir jetzt beim letzten Mal uns extra wieder hochgeportet haben. Es ist ein Hin und Her. Ich finde immer noch, dass es irgendwie cool aussieht hier mit dem Hintergrund. Es ist ein Hin und Her, ja, ich gebe es ja zu. Aber wenn die Basis da unten dann erstmal steht, dann haben wir hoffentlich erstmal ein bisschen Ruhe. Zumindest vorerst. Oh, da, aber hier... Ah, ich muss auch mal mit meinem Bestiarium... Warte, den Stern würde ich gerne noch... Wow! Der hat es ja voll auf mich abgesehen gehabt. Wie viel habe ich? 2. Okay, dass wir unser Mana wieder ein bisschen hochpushen können. 50 Zombies. Sekunde, dann hat dieser einen Banner gedroppt, ne? Nee, kriegt man den immer direkt? Halt, stopp, jetzt reicht es. Ah ja, doch, den kriegt man direkt scheinbar ins Inventar rein. Ich wollte mal wieder einen Blick in mein Bestiarium werfen, fiel mir gerade mal auf. Weil wir doch ein paar Leute ja killen. Oh, die schwarze Linse, da kann man doch, glaube ich... Konnte man da sich nicht diese Sonnenbrille draus herstellen? Ich glaube, ja. Zeig mal her, Bestiarium. Ist schon... Ach, guck mal, hier unten ist dieser Balken. 15,77%. Ja, ist vielleicht gerade nicht die beste Gelegenheit, da mal einen Blick reinzuschmeißen. Aber können wir ja beim nächsten Mal machen. Was heißt beim nächsten Mal? Nachher, wenn wir in Sicherheit sind oder so. Gut, wir haben ein paar Bomben dabei. Das heißt, wir holen uns auch ein bisschen was an Stein jetzt wieder, würde ich sagen. Und dann überlegen wir mal, wie wir das Gebiet da unten schön hübsch hinbekommen. So, guck mal, hier könnte noch eine Bombe hin. So, ich muss jetzt auch dran denken. Ich habe jetzt die Cloud in a Bottle. Das heißt, Doppelsprung ist auf jeden Fall ein Ding jetzt. Und wir können ja sowieso schon relativ hoch springen. Das ist auf jeden Fall schön. So, man kann nie genügend Stein haben, ja. Aber wie gesagt, wofür haben wir halt die Bomben? Oh, guck mal, hier ist auch richtig schön viel Stein. Sticky Bombs, das könnten wir theoretisch auch mit Normalbomben hier machen. Guck mal, hier machen wir hier 1, 2, 3. Oh, guck mal, da unten ist sogar noch irgendwas. Nichts Großes, aber immerhin noch mal so ein paar Pötte. Achso, ja, und die Frage ist ja immer noch, ob wir vielleicht eine farbige Dingens da hinten hinpacken. Laterne und das Haus, damit es ein bisschen cooler aussieht. War so die Überlegung, die wir beim letzten Mal angestellt haben. So, und noch immer warte ich natürlich darauf, ob wir einen Haken bekommen. Von Skeletten bekommt man den, glaube ich. Ich weiß auch, wie gesagt, eigentlich muss ich auch erstmal abchecken, ob man den überhaupt noch braucht oder ob das vielleicht geändert wurde. Ich habe keinen blassen Schimmer. So, da unten ist schon wieder so ein Tierchen. Ich überlege gerade, guck mal, man könnte doch hier so einen kleinen Ausgang einfach hinsetzen. Habe ich noch... Ich habe keine Plattform mehr. Eieiei. Ach, guck mal, da ist auch so ein Tierchen. Topaz Bunny. Okay. Gut, erstmal, erster Schritt, die Bricks wiederherstellen. Ja, haben einiges an Stein, also her damit. Ach, kacke, ich wollte die Tür noch machen, was man nicht im Kopf hat. Hier so Fireplace würde ich mal dem Typen hier gönnen. Können wir mal hier mal ein bisschen hübscher vielleicht alles machen, demnächst. Aber erstmal, dass die Funktionalität steht. Was wollte ich noch machen? Genau, ich wollte jetzt hier Plattform bauen. Ein paar brauche ich. Okay, das waren vielleicht ein paar viele. So, dass man da unten rausgehen kann. Und dann würde ich gerne noch hier einmal so rüberbauen. Damit man hier auch so einen Weg hat. Sonst ergibt die ganze Tür irgendwie keinen wirklichen Sinn, finde ich. Und da unten ist jetzt die Frage, ja, passt da ein Baum hin? Wäre die erste Frage. Ob hier ein Bäumchen hinpasst. So ein Topaz-Ding. So, von der Höhe her, ich meine, könnte passen, theoretisch. Das habe ich leider, glaube ich, habe nicht genügend andere Sachen dabei, dass ich da nochmal einen anderen mir herstellen kann. Ne, müsste ich oben machen. Ich überlege auch gerade, wir könnten ja auch, warte mal, das hier kann auf jeden Fall weg, Schlamm. Was soll denn Schlamm hier? Und dann könnte man sich überlegen, ob man hier so ein bisschen Stein einfach hinpackt. Jetzt habe ich natürlich nichts mehr. Ach ja, mehr Stein. Sekunde, wir holen uns den Stein. Aber mal wenn, hier unten in dem Gebiet, da wollten wir nämlich sowieso noch das Wasser ablassen. Einmal den Stöpsel ziehen hier. Und die Hütte hier, die könnten wir auch nochmal irgendwann jemanden andrehen. Irgendwann kriegt man ja auch diesen NPC, der da dann
in diesem Biom hier gerne lebt. Den muss man ja... Oh, guck mal. Ist das ein goldenes Eichhörnchen? Ne, auch wieder so ein... Ah, okay. Oben ist noch Demonite Ore. Nicht, dass wir es bräuchten oder so. Ah, guck mal hier. Das ist alles abgeflossen. Jetzt haben wir aber dafür umso mehr hier unten drin. Geh weg, Piranha, du stinkst. Wo war... Ach, hier links, wa? Ah ja, genau, hier ist die Hütte. So, dann einmal Loot All. Das hier nehmen wir auch mit. Und auch hier Loot All. Zack. So, wie kriege ich das Wasser denn jetzt hier weg, ey? Alter Schwede. Könnte schwierig werden. Vielleicht habe ich noch Bomben mehr. Vielleicht können wir uns hier so ein bisschen runterbomben. Ah ja, da ist ein Boulder. Das bedeutet, dass das da unten ja noch weitergehen muss eigentlich, ne? Wow. So. Okay, wie weit das jetzt alles abfließt, das, ja. Wird sich gleich zeigen. Und den anderen Shit muss ich auch noch loswerden hier drüben. Wo ist das? Hier über ist es quasi. Ich könnte hier so einen Abfluss einfach runterbauen. In der Theorie sollte das funktionieren. Haha. Tja, das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis immer, ne? So, warte, vielleicht kommen wir da sogar hin. Yes. Oder wir bauen uns von hier durch. Geht das? Warte mal, ich glaube, ich muss noch einen tiefer. So auf der Höhe, ne? Upsala. Nein, du sollst keine Lampen hier hin platzieren. Sei denn, Leute haben... Sei denn, die Leute haben wieder geschrieben... Meine Güte. Okay, ich muss einmal kurz ohne STG machen. Sei denn, die Leute haben geschrieben, dass sie nichts sehen können. Dann darfst du das gerne. So, jetzt können wir... Ist mein Inventar schon wieder voll? Alter, was ist da los? Okay. Kann schon wieder nichts einsammeln. Aber diese Pilze muss ich eigentlich einsammeln. Die muss ich eher einsammeln als die Daybloom. Hallo, Day. Okay. Ja, wenn wir hier den Stöpsel ziehen, das sollte hoffentlich einigermaßen funktionieren. Ich hoffe, dass das Problem nicht nur verschoben wird. Was ist das hier? Silk? Mal gleich mal gucken. Silt. Ah ja, sag ich doch. Die ganzen Silt-Blöcke hier. Die würde ich auch gerne mitnehmen. Dafür... Ach, Kupfer, Alter. Wer braucht denn schon Kupfer, Leute? Könnt ihr mir das mal verraten, wer von euch Kupfer braucht? So, bevor ich jetzt aber wieder ganz nach oben in mein Dingensgebiet gehe... Ach so, jetzt ist die Frage, ob ich da überhaupt hinkomme. Oh Gott, ich ertrinke... Schon wieder einmal. Alle Tage wieder ertrinkt der Grenz. So, ich ernte die Pilze hier mal eben kurz ab. Aber guck mal hier. Ja, es fließt ab, Leute. Es fließt ab. Das ist das Wichtigste gewesen. Die Frage ist nur, ja, guck mal hier auf der Minimap. Es fließt jetzt hier runter und da rein. Ist die Frage halt, wie krass ist das da, das Gebiet? Wie krass ist das jetzt auch schon überflutet vielleicht sogar? Ach, warte mal, gehe ich erstmal nach... Hä? Ich überlege gerade, gehe ich erstmal kurz nach oben? Ich könnte ja eine... Habe ich nicht Truhen eingesammelt? Ja. Aber wenn ich jetzt hier auch noch anfange, eine Truhe hinten hinzubauen, in das neue Gebiet... Oh, das wird ja... Nee, komm, ich gehe einmal nach oben, schnell. So, dann kann der ganze Gedönse da auch abfließen, hoffe ich. Quickstack machen wir hier. Hier mache ich keinen Quickstack, da geht nichts rein. Dann machen wir hier nochmal... Es ist kein einziges Quickstack-Ding, das kannst du mir doch nicht erzählen. Ja, Leute, das Lager. Es ist ein Thema, ich sehe es ein. Wir müssen unser Lager bauen, ja. Ich glaube, ihr habt recht. Habe ich noch eine normale Truhe? Jo. Auch schon so schade, Alter. Die Truhen liegen hier einfach so rum. Mitten in der Gegend. Dynamit brauchen wir aktuell nicht. Das Häschen kommt da rein, das kommt hier rein. Die ganzen Tränke, das... Den Banner brauchen wir auch nicht. Oh, mein Inventar ist halt so zugemüllt. Warte mal, habe ich nicht... Stimmt, den habe ich ja schon, den Shadow Orb. Den wollte ich verkaufen. Ich glaube, das habe ich aber letztes Mal auch schon gesagt. Beziehungsweise nicht letzte Folge, sondern schon ein paar Folgen her. Guck mal, die Wurfmesser und die Wurfsterne nehme ich aktuell eigentlich sowieso auch nicht. Dann können die auch hier bleiben.
Gut, so, jetzt sind wir hier. Ja, das heißt, jetzt schnell eben kurz die Türen machen. Oh Gott, wie mache ich denn die Türen jetzt wieder? Gib mir mal einen Tipp hier. Da ist die Tür doch schon. Hätte ich gar nicht. Heavy Workbench. Eine Heavy Workbench. Tja. Und wie baue ich eine Heavy Workbench? Das hier ist ja nur eine Work... Ne, das ist eine Sawmill. Heavy Workbench. Da braucht man doch bestimmt Holz für. Gut, dann zeig mir mal, was man so alles da... Wooden Sink, Piano, Dresser... Blacksmith Rack. Ach du Scheiße. Kann man hier irgendwo schreiben? Nee, ne? Geht nicht, okay. Bench, Sofa, Sawmill. Ich schaue sonst mal im Wiki fürs zum nächsten Mal nach. Bevor ich jetzt hier. Ah, Heavy Workbench. Siehst du, wusste ich's doch. Eisenbarren. 8 Stück. Habe ich die? Bestimmt, oder? Eisenbarren. Haben wir doch hier drin. Da sollte das doch klar gehen. Wo war das Ding? Hier. Zack. Ja, moin. Gut, komm du mal mit ins Inventar. Die können wir einfach unten bauen, ist ja kein Problem. So, fühlt sich jetzt irgendjemand hier... Du fühlst dich immer noch nicht wohl, ne? Warum nochmal nicht? Weil du den einen Typen hast, ne? Das Customer ist Emma, mag sie. Aber sie mag den nicht. Ja, man sieht halt nicht genau, wie hoch der Wert seiner Glücklichkeit ist. Aber der Angler muss hier scheinbar erstmal weg. Dass wir zumindest einmal kurz den Typen glücklich kriegen. Okay. Reise geht wieder nach unten. Ich meine, nach oben kommen wir ja schnell mit dem Spiegel. Das wäre ja nicht so das Problem. Ist eigentlich auch geil. Man kann ja auch noch stimmen. Man kann ja auch noch einen Spawnpoint setzen. Das heißt, man kann die ganzen Pylone nutzen. Und ich könnte ja theoretisch auch noch mein Bett einfach irgendwo anders hinpacken. In irgendeine andere Hütte, wo gar kein anderer wohnt oder so. Hätte ich noch eine weitere Schnellreisemöglichkeit. Obwohl halt, man kann ja nur von Pylon zu Pylon reisen. Das heißt, man braucht ja eigentlich doch schon den Pylon in der Nähe dann. So, ach, ich habe, weißt du was, Alter? Ich habe gerade ganz kurz jetzt schon wieder mir gedacht, scheiße, ich wollte mir doch die... die Türen machen und jetzt bin ich wieder gegangen. Aber ich habe ja zum Glück... Habe ich die Heavy Workbench mitgenommen. Es wäre so bitter gewesen. Haben wir noch genug Steine eigentlich? 84, ja. Ich weiß nicht, wie teuer so ein Ding ist, ehrlich gesagt. Moin, bist du denn glücklich hier unten? Ah, no one around. I can test new bombs without creating a graveyard. Das ist doch schon mal gut. I love how well bruised the tavern keeper can handle a container of fireball. Okay, der ist scheinbar glücklich. Ja, der ist sogar glücklich. Hier können wir uns den... Oh, wie teuer war der? 7 Gold. Ja, moin. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen was angespart. So, das heißt, hier habe ich den Pylon schon mal. Ich hau den einfach erstmal hier in die Bude rein. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, ob wir den Armstealer... Warte mal, pass auf. Vielleicht können wir ja hier sagen, der Angler geht hier hin. Kann ich den nicht sagen? Nee, shit, wieso geht das nicht? Mist. Ich will, dass der hier auszieht. Und den Angler hier unten reinbringen. Hm. Ich könnte ja hier noch einen weiteren Raum draus machen, ne? Das würde gehen. Warte mal. Pass mal auf. Bauen wir hier einfach so. Und dann kommt da gleich eine Tür hin. Haha, damit haben die nicht gerechnet. Dass ich hier ganz frech einfach mal so sage, dass der Igel hier jetzt wohnt. So, das und das hier. Und jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Türen, wenn ich das richtig gezählt habe. Und die Heavy Workbench muss natürlich auch noch hier hin. Stimmt, da war ja was. Zack. Okay, ach, hier kann man auch den Boulder dran bauen. Und, guck mal hier, da kann man die ganzen Sachen herstellen. Interessant. Ich will aber eigentlich nur die Tür. Und die Tür ist hier. 6 Stück, oh nice. Wie viel habe ich gesagt? 5, ne? So, dann... Ah, das geht nicht. Den muss man... Hätte gedacht, dass man die auch einfach so miteinander quasi austauschen kann. Vielleicht wenn ich hier unten... Ne, okay. Dann bauen wir die ab und bauen dann hier eine neue Tür hin.
So, oh, wieder ein Eichhörnchen. Ich fange die mal. Können wir hier den NPCs ja einfach mal so ein paar Terrarien hinstellen. Ich meine, wenn die hier unten schon leben, ne, warum nicht? Mal gucken, ob das wächst, ob der Platz nach oben ausreichend ist. So, und jetzt schnell den Angler, bevor hier wieder... Ach so, ja, stimmt, da brauchen wir noch einen... Stimmt. Spiel. Du hast natürlich recht. So, und jetzt schnell der Angler. Zack. Jetzt muss der nur noch hier runterkommen. Und dann hoffe ich, dass wir oben auch einen Pylon hinbauen können. So, das Viech hätten wir auch gefangen. Okay. Schön. Das ist schön. Das ist wunderschön. Da könnten wir jetzt überlegen, wie gesagt, ob ich überlege halt, ob ich hier noch so ein bisschen Stein hinbaue, dass wir hier noch einen Baum hinpflanzen können. Wir haben jetzt ja sogar auch ein bisschen Steine. Ja, guck mal hier, dann machen wir es einfach mal. So, dass es so ein bisschen natürlich wirkt, als ob wir vielleicht auch hier in den Stein reingebaut haben. Obwohl ich da, das ist mir ein bisschen zu steil. Dann machen wir es noch ein bisschen. So. Man kann ja auch mit dem, warte mal, man kann ja auch mit dem Hammer. Das ist die Axt, richtig. Habt ihr gut erkannt. Kann ja auch so machen, das ist noch ein bisschen, ja, genau, guck mal. Ah, sehr schön. Jetzt sieht es doch sogar einigermaßen natürlich aus. Könnten wir hier meinetwegen noch irgendwie einen Baum vielleicht hinpflanzen. Und ja, die Frage ist, warum hier eine Tür ist. Keine Ahnung. Geht euch gar nichts an, warum da eine Tür ist. Und dann ist das hier erstmal jetzt soweit unser Untergrundbereich. Da unten ist schon wieder irgend so ein Tierchen. Aber jetzt können wir da ja hin und das auch fangen. Und der Painter ist jetzt am Start. Jetzt mag der gleich den Typen auch nicht, Alter. Ich sehe es schon kommen. Niemand mag den Typen, der Bilder malt. Warte mal, das Ding bauen wir nochmal weiter runter. Und ich überlege, ob ich hier dann einfach so ein... so ein Seil halt runterbaue. Sieht bestimmt auch cool aus. Dann sieht es auch so aus, als ob es gewollt gewesen wäre. So als ob die Leute hier runtergehen, um zu minen oder sowas. Könnte man auch so doppelt machen einfach. Sieht so aus wie so eine Leiter. Okay. Und dann packen wir hier... Schade, man kann die Fackeln... Ah doch, hier so an die Seite. Oh, das ist cool. So. Ja, aber keine Ahnung, warum hier unten ein See ist, ne? Ein paar Spinnnetze da oben vielleicht nochmal hin irgendwann. Habe ich welche dabei? Natürlich nicht. Die habe ich nämlich weggequickstacked. Gut, ich gucke noch einmal jetzt hier drüben. Lass mich mal ein bisschen... Achso, das kann ich auch nochmal fangen hier. Dass hier unten jetzt solche Eichhörnchen kommen, ist irgendwie auch niedlich. Ich überlege gerade, ob ich hier das nochmal wegsprenge kurz. Dass hier auch noch mal ein bisschen cooler aussieht. Genau. Ist nicht genau dieser ganze Matt und alles. Das brauche ich eigentlich überhaupt nicht, ne? Machen wir hier noch mal so. Okay, den Dreck hier, den können wir noch mal wegnehmen. Und diese restlichen Seilteile hier. Okay, perfekt. Ich meine, es ist ja auch nur so ein kleiner Außenposten. Das wird schon passen. So, guck mal hier. Jetzt ist doch wassertechnisch. Okay, hier oben ist jetzt noch ein bisschen was. Und hier ist auch noch so ein See. Obwohl so ein kleiner See gar nicht mal so schlecht ist, weil man hier natürlich auch noch angeln kann. Also könnte man theoretisch sogar lassen eigentlich. Aber ich glaube, ich baue hier mal eben kurz das Gold ab. Dann wird der See da unten noch ein bisschen weiter gefüllt. Ja, komm. Ich würde sagen, den See, den lassen wir so. Bau ihn noch ein bisschen größer. Ich würde ganz gerne die Insel hier, glaube ich, noch wegnehmen. Oder? Nehmen wir die Insel weg? Ja, ich glaube schon. Die macht die Größe des Sees wieder so ein bisschen kleiner. Wie gesagt, ich glaube, es wird nur das genommen, was auch wirklich eine Oberfläche hat, quasi. Außerdem sieht es dann halt auch wirklich eher aus wie ein See. Aber
warte mal, ich habe doch Bomben. Warum nicht einfach die Bomben nutzen, Leute, wenn wir sie haben? So, eine noch. Sehr schön. Dann haben wir jetzt hier einen großen See. Das ist in Ordnung. Und unten haben wir so ein kleines Pilzgebiet. Ah, das Haus ist noch ein bisschen überflutet. Pass auf. Dann regeln wir das auch nochmal hier. So. Und dann ist das Wasser hier zumindest weg. Das ist alles jetzt komplett runtergeflossen und da unten die Höhle, ja. Ich habe das Problem jetzt eigentlich nur ein bisschen verlagert. Hier ist noch ein bisschen ganzen Pilze, die ich hier gar nicht mal einsammeln konnte. Ach ja, aber das fließt ja richtig schön weg. Ich muss ein bisschen aufpassen, hier war irgendwo so ein Boulder, ne? Da ist er. Warte mal, ich sollte mal eben... So, damit wir da nicht rauftreten aus Versehen. So, wo fließt das denn hin? Hast du vielleicht zufällig, und das wäre nice, wenn wir... Oh, ja moin. Ist das etwa ein Herzcontainer? Es wäre cool, muss ich ja sagen, wenn das durch Zufall irgendwo auf Lava gestoßen wäre. Ah. Hier zumindest nicht. Oh. Oh. Warte mal, war da unten noch was? Ah, noch ein Herzcontainer. Ha. Tja, wer die Herzcontainer nicht ehrt, ne? Bei wie viel sind wir denn jetzt schon? 320, ja. Oh, ein Minecart-Track. Problem ist... Immer aus dem Weg. Problem ist Luft. Aber hey, alles easy. Oh Leute, guck mal, was wir jetzt hier für einen riesigen See kreiert haben. So, hier können wir mal mitfahren. Gucken, wo das Ding hinführt, ob wir da noch irgendwas Schönes finden. Oh, Lava, bitte nicht reinfahren. Oh, wow, noch eine Falle. Stopp, stopp, stopp. Habe ich da nicht gerade? Fahr nochmal zurück. Oh, ein Boulder. Hey, wie kann ich nochmal aufhören? Vergessen, wie ich hier wieder runtergehe. Wieder. Nee, hä? Ja. Wieder rechtsklick? Nee. Okay. Ich weiß nicht mehr, wie ich absteige. Runterdrücken? Nee. Oh, warte. Einfach rechtsklick nochmal? Nee, auch nicht. Menü ging auch nicht. Hm. Das ist jetzt... Ach ja, hier. Genau. Musste man da oben klicken? Es gab doch noch eine andere Möglichkeit, oder? Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich habe ich es jetzt gerade nur vercheckt. So, ah, hier, guck mal. Ein bisschen zumindest. Genau, das habe ich ja eigentlich gesucht. Dass wir hier ein bisschen Obsidian bekommen. Aber, naja, so wirklich viel ist das halt nicht, ne? Damit wir den Dingens uns herstellen können. Es gibt ja noch das Item. Womit man dann... Ach, das sieht ja geil aus. Ich mag das ja immer, wenn irgendwelche Dinge leuchten, ne? Das ist immer... Ist immer schön. Es gibt ja noch das, den Obsidian. Wie heißt das Ding denn überhaupt? Oh, Salamander. Ja, wir haben inzwischen so viel Lebensenergie. Eigentlich passt das, ne? Der Boulder. Der hat uns zum Glück nochmal verschont. Fahr ich hier nochmal mit? Ich fahr hier nochmal mit. Kommt man immer ganz gut voran. Muss halt nur aufpassen mit den Bouldern. Ah ja, stopp. So, jetzt muss ich wieder hier. Uns fehlen nicht mehr viel, Leute. Drei so eine Herzkristalle haben wir schon. Zumindest Pre-Hard-Mode. Das Maximum an Lebensenergie uns gegeiert. So, hallo. Wer wohnt hier? Niemand? Okay, dann looten und leveln. Ah, so ein Bild nehmen wir mal mit. Eigentlich könnte ich das hier auch noch mitnehmen. Guck mal, da oben ist eine Falle. Muss man ein bisschen aufpassen. Upsala. Ah, die Laserwaffe, ey. War schon eine gute Entscheidung. Oh, was ist das? Achso, einfach nur die Waffe von dem. Einfach nur die Waffe. Ich weiß auch gar nicht, ob wir noch irgendwas Wichtiges jetzt nicht haben. Also, ob uns irgendein wichtiges Item fehlt. Ja, außer der Haken halt. Den hätte ich natürlich gerne noch. Ach komm, was soll der Geiz? Hallo? Bitte greifen Sie nicht meine Dorfbewohner an. Danke.
Wir haben doch gerade nichts zu tun, Leute. Es ist noch mal ein schönes Ende hier. Außerdem, ich muss den ja sowieso fürs Bestiarium noch mal töten. Jetzt können wir sogar noch besser ausweichen. Dadurch, dass wir jetzt den Doppelsprung ja sogar noch haben. Ah, ich muss gleich mal gucken, was der andere... Wir haben ja noch einen bekommen gerade. Gleich noch mal schauen, was der andere für einen Affix hat. Oder für einen Addon halt, ne? Gar nicht mehr bewegen, der macht eh so wenig Schaden. Kann eigentlich theoretisch stehen bleiben. Jetzt komm ran da, danke. Auch gar nicht auf den Mond geachtet, das wäre jetzt bitter gewesen, wenn wir jetzt keine Zeit mehr gehabt hätten. Ein Rubin. So, warte mal, das hier kann ich mal eben weg. War das jetzt alles? Hier sind noch die Corrupted Seeds. Okay, ja, das war alles. Dann haben wir jetzt alle Sachen. Alle Sachen am Mann. So, komm, bitte sag mir, dass du jetzt endlich mal glücklich bist. Nee. Was ist dein Problem eigentlich? I like deep pockets. Okay. Okay, also ist dein Problem, glaube ich, wirklich nur noch, dass hier... I don't like all these people around making noise. Okay. Ja, ich glaube, ich muss einfach noch ein paar Leute... Das heißt, ich müsste eigentlich noch... Muss noch ein weiteres Biom irgendwie besiedeln. Kann das sein? Keiner will mir hier dieses blöde Pylon-Ding verkaufen. Naja, sieht so aus, Leute. Wir müssen erst nochmal irgendwie dafür sorgen, dass hier nicht mehr so viele Leute leben. Ich meine, 5 ist jetzt eigentlich nicht so viel, ne? Weiß gar nicht, was die sich so anstellen. So, okay, Quickstack. Dann haben wir hier Quickstack, Quickstack. Quickstack, hallo? Nichts. Ach Mann. Ja, die Eichhörnchen können hier rein. Die ganzen Rubine, Obsidian. Achso, hier wollte ich nochmal gucken. Der hat gar nichts und der hat immerhin Melee Speed. Das heißt, Sekunde, ich verkaufe die Sachen jetzt mal eben. Ich vergesse es doch sonst eh andauernd. Und ich sollte mein Geld auch mal wieder. Ich sollte mein Geld auch mal wieder in meine Piggy Bank reinpacken. Weil ich sonst irgendwann mal blöder aus der Wäsche schaue, wenn die 21 Gold auf einmal weg sind. So, 4 Türen habe ich hier noch. Die können wir ja auch irgendwo, irgendwo mal zwischenlagern. Da müssen wir demnächst, ne, also soon TM, müssen wir meinen Angriff nehmen, dass wir unser Lager richtig aufbauen. Oder halt, dass wir nochmal irgendwo... Der Angler will doch bestimmt ans Meer. Dass wir vielleicht irgendwo am Meer, jetzt ist natürlich die Frage an welchem, auf welcher Seite wir das Meer nutzen. Auf einer Seite, ah, hier war die Corruption direkt dran, ne. Ist halt die Frage, ob der sich da wohlfühlt. Wird das Meer eigentlich auch von der Corruption irgendwann übernommen? Ich meine, das wäre dann auch ein geiler... Oder hier, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Da ist es nicht so weit bis zum Dungeon, ne? Und hier ist auch immerhin keine Corruption, ne? Der Meteorit ist hier. Ja, vielleicht bauen wir hier hinten nochmal dann ein paar Hütten hin. Aber das ist dann wieder fürs nächste Mal. Wenn wir da so 2, 3 Hütten hinpacken, dann kommt der Angler da hinten hin... Und mal schauen, vielleicht kriegen wir dann endlich diese blöden Pylone auch mal zu Genüge hier, dass wir hier überall ein bisschen hin und her switchen können. Leute, wir gucken einfach nächste Folge, was Sache ist. Ja, schön, dass ihr auf jeden Fall wieder am Start gewesen seid. Ich hoffe, ihr hattet Spaß hier mit Let's Play Terraria. Falls dem so war, ich freue mich wie immer über Kommentare, ich freue mich immer über Likes. Ich freue mich wie immer, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke an die Kanalmitglieder für die Unterstützung. Wenn du auch Kanalmitglied werden möchtest, ne, hier ist ein Link. Danke an Tossi, danke an Melanie, danke an Packard. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein, ciao, ciao.